Die Wikinger sind gar nicht so einfach zu fassen. Sie haben einfach ganz viele Facetten und das kann sich oft in einer Person vereinen. Also ein Wikinger kann in einem Jahr eine Handelsreise machen und im nächsten Jahr eine Kaperfahrt und quasi mal irgendwo ein Kloster überfallen oder Ähnliches. Es gibt diese Zeit, wo das so flexibel gewesen ist. Insofern, es ist schwer, wirklich ein Wikingerbild zu zeigen. Wir müssen uns all diese unterschiedlichen Tätigkeiten gleichzeitig vorstellen. Und das geht über eine ganze lange Zeit. Zum Beispiel gibt es noch einen norwegischen König, Harald den Harten, von dem wissen wir, dass er zuerst in Norwegen in Auseinandersetzung verwickelt war, dann nach Byzanz geht, Karriere am Kaiserhof macht, die Varäger gerade leitet, dann flieht, dann nach Kiew, dort eine ganze Zeit, ist zwischendurch mal aus Norwegen nach Island fährt, schließlich nach Norwegen wieder zurückkommt. Also da ist ganz, ganz viel möglich in einem Wikingerleben und ich glaube, davon kriegt man in der Ausstellung eine Ahnung. Ja, es gibt eine ganze Fülle von Highlights, also eigentlich fast jedes Objekt in einem gewissen Zusammenhang reißt eine neue Facette auf. Auch wenn es auf den ersten Blick unscheinbar ist, man denkt zum Beispiel mal an die Fesseln aus Eisen, das sind Sklavenfesseln. Auf einmal wird dieses Objekt ein reales Zeugnis davon, dass in der Zeit der Menschenhandel total ein gutes Geschäftsfeld für die Wikinger gewesen ist. Es gibt einen riesen Sklavenmarkt in Dublin, in Haithabu wurden Sklaven verhandelt. Also die Mönche aus einem überfallenen Kloster irgendwo in England konnten sich unversehens in Bagdad auf dem Sklavenmarkt wiederfinden. Das alles haben die Wikinger organisiert. Also so wird ein kleines Objekt schon unglaublich aussagekräftig. Oder wenn wir an den Götterhimmel denken, da wird es auch noch mal ganz klein. Da ist ein winziger Odin nicht größer als ein Fingernagel. Und dieser Odin mit seinen beiden Raben links und rechts auf der Thronlehne, ja, ist fast das einzige Zeugnis dieses wichtigsten dänischen oder nordischen Gottes, das wir in der Ausstellung darstellen können. Da sieht man einfach, man kann auch in jüngsten Epochen mit Archäologie ganz, ganz viel erreichen. Abgesehen davon, dass natürlich die Wikingerzeit eine ziemlich schriftarme Epoche ist. Es gibt zwar die Runenschrift, aber die ist letztlich für die Aufschriften auf den Runensteinen eher für stark durchstrukturierte Gedenktexte gedacht und eigentlich keine Schriftüberlieferung in dem Sinne, wo man sehr unterschiedliche Fakten mitgeteilt bekommt. Thank you.
Ja, das ist das.